Oswald Kolle. Kein anderer Name wird so sehr mit sexueller Freiheit und Aufklärung in Verbindung gebracht. Deshalb wurde er in der Presse häufig als Sexexperte, als Sexpapst oder, etwas poetischer, als Orpheus des Unterleibs bezeichnet. Während die 68er-Bewegung noch versuchte, den Muff unter den Talaren zu lüften, hatte der Journalist und Filmproduzent sich ganz und gar der Lust verschrieben und brachte Leben in deutsche Schlafzimmer. Vor wenigen Wochen wurde er nun 80 Jahre alt und veröffentlichte pünktlich zu diesem ehrwürdigen Jubiläum seine Autobiografie. Wir unterhielten uns mit dem deutschen Kinsey von einst über seine bewegte Vergangenheit und auch über die Gegenwart, in der es um ihn noch so gar nicht still geworden ist. Hallo liebe Zuschauer, ich darf Sie heute ganz herzlich wieder begrüßen. Bei mir ist heute Oswald Kolle zu Gast. Er wird am 2. Oktober 80 und hat pünktlich seine Autobiografie vorgelegt. Ich bin so frei, mein Leben. Herr Kolle, Sie waren in den 50er, 60er Jahren der Sexualaufklärer der Nation. Und ich bin jetzt 30 und kann mich an die Zeit nicht erinnern. Können Sie vielleicht nochmal schildern, wie die Atmosphäre war in Sachen Sex? Deutschland war eine Art Kirchenstaat, die strenger als der Vatikan war. Da haben die Priester noch fröhlich darum gemacht, aber in Deutschland durften nicht mal die normalen Leute fröhlich herum machen. Es war die Adenauer-Regierung, nicht? Und die hat da strenge Gesetze erlassen und häufig die Hitler-Gesetze noch verschärft. Zum Beispiel Gesetze, dass Werbung für empfängnisverhütende Mittel war verboten. Man durfte Kondome nur an Ehepaare abgeben. Beate Use hatte über 600 Verfahren, wo sie Stück für Stück nachweisen musste, dass sie ihre Kondome an Ehepaare abgegeben hatte. Muss ich das mal vorstellen. Es gab einen Kuppeleiparagrafen, der sehr streng gehandhabt wurde. Es war ein Denunziationsparagraf natürlich. Die Nachbarin musste sagen, meine Nachbarin, da hat der Freund mit der Freundin geschlafen und dann wurden die verurteilt. Nicht? Das war das sogenannte schwere Elternkuppelei, die wurde mit bis zu sechs Jahren Zuchthaus, nicht Gefängnis, Zuchthaus, schlimmste Verfahren. Also das waren alles Dinge, über Sexualität durfte prinzipiell nicht gesprochen werden. Wenn wir in den Illustrierten in den Jahren etwas später noch eine Statistik aus Kinsey gebracht haben, wurde das sofort als für Jugendliche als sexualethisch verwirrend abgestraft und die Zeitschrift wurde verboten. Also das war die Zeit. Und darüber musste ich meiner Zeit immer voraus ein bisschen, weil wir haben natürlich unser Leben schon gelebt, nicht? Ich war sehr früh verliebt und wir haben Jahre vor der Ehe zusammengelebt, mehr oder minder. Das Landleben hat eine ganz erotisierende Wirkung auf Sie gehabt, ne? Hatte ich den Eindruck. Auch das Landleben, natürlich, ja. Na, das war meine erste große Liebe, sagen wir mal, ein 16-jähriges Mädchen, aber sehr typisch auch für die Zeit, weil die hielt schon einen Zungenkuss für eine Perversion, die Franzosen machen, ne? Heute noch. Nein, ich meine, einfach so, um Gottes Willen, nein, also mit geschlossenem Mund wurde das alles gemacht und so. Das war die Zeit und es war unmöglich, über Sexualität zu sprechen oder gar zu schreiben. Was denken Sie denn, Sie sind ja aufgrund Ihrer Artikel und auch Ihrer Filme, mussten Sie ja ganz starke Anfeindungen ertragen. Ja. Was glauben Sie denn heute, was Sie das hat alles stemmen lassen? Das ist ja unglaublich, wenn man die Autobiografie liest, fragt man sich ja manchmal, warum Sie es eigentlich durchgehalten haben. Oh na ja, erstmal hatte ich eine unheimlich starke Frau, die mir zur Seite gestanden hat, die auch immer ganz schön, die war sehr gut, die hat zum Beispiel, wenn ich irgendwie feministische Abschweifungen hatte, das hat mich natürlich alles beeinflusst. Ich meine, man lebt ja in der Welt. Oder wenn ich plötzlich hinter den 68ern herlaufen wollte, hat sie immer gesagt, das bist du nicht, ja, nicht? Komm zu deiner Linie zurück. Jetzt langsam dicke Bretter bohren, ganz vorsichtig das Publikum massieren, ihnen deutlich machen, es gibt viele Sexualitäten, es gibt viele Variationen, es gibt keine guten und keine schlechten Variationen. Nichts, wenn alle einverstanden sind, immer das Einverständnis von allen Partnern vorausgesetzt, dann bist du gut. Und du musst immer auf das breite Publikum eingehen. Mhm. Also da war sie, und das hat mich halt stark gemacht. Ihre Frau? Ja, meine Frau zum Beispiel, aber auch die Wut.
Ich lasse mich immer, ich fand es da wieder herrlich, wenn sie mir auf den, in den Talkshows, so den ersten, die dann kamen, so richtig schwarze Priester gegenüber sitzen, die mir böse Sachen gesagt haben, dass die Welt untergeht, wenn ich sowas mache und dass diese so katholische Leute, die sagen dann noch bis ins vierte Glied, wird ihre Kinder werden verdorben, weißt du, so Dinge. Da war ich immer glücklich. Weil dann kann ich bomben. Aber es ist ganz interessant, dass Sie sagen, dass Ihre Frau so eine große Stütze für Sie war, weil wenn man die Autobiografie liest, fragt man sich ja auch, wie sie das hat alles gut ertragen können. Nein, sie deuten es ja mehrmals. Was heißt ertragen? Ich wollte sagen, weil Sie ja von Anfang an eigentlich klar gemacht haben, dass Sie Zweisamkeitskonzepte nicht leben möchten. Das war ja ein ganz großer Konflikt zwischen Ihnen und Ihrer Frau. Das war kein Konflikt. Nein. Dann korrigieren Sie. Es war kein Konflikt. Das steht auch nicht in meinem Buch. Es waren wir beide, haben nach 4, 5 Jahren, wo wir zusammengelebt haben und alle möglichen Krisen durchlebt haben. Sie hatte Freunde, ich hatte Freundinnen, Freunde, so. Und dann haben wir beide gesagt, wir gehören zusammen, wir haben uns zwischendurch immer wieder mal getrennt und so weiter. Und dann haben wir unser Konzept entwickelt, unser eigenes Konzept gegen alle Moralen, die damals in der Gesellschaft herrschten. Das war unsere Sache, nicht ich oder sie, wir. Sie schreiben doch, dass Sie zu Ihrer Bisexualität auch erst spät gestanden haben und Ihrer Frau auch erst 2,5 Jahre später. Ja, die Bisexualität war das Problem, weil das hat sie überfallen. Sie wusste das überhaupt nicht, sie konnte sich das überhaupt nicht vorstellen, dass Männer mit Männern was machen. Und hat es aber dann angenommen, oder wie? Natürlich hat sie es. Oder auch mit ihrem Vater. Das gehört doch zu dir. Natürlich, aber jetzt, ich habe das auch mit ihrem Vater, dass sie immer schreiben, als Psychiater hat er ganz viel mit Homosexuellen zu tun. Ja. Und als sie dann andeuten, oder als es dann so in der Luft liegt, dass er sagt, da macht man keinen Scherz drüber. Dann habe ich überlegt, was ist es denn jetzt? Ist es denn nicht schlimm? Es war der Paragraph 175, der jeden zum Verbrecher stempelte. Und er hat aber gesagt, was eine Abwehrreaktion von ihrem Vater? Nein, damit macht man keine Scherze. Ach so, weil er gesagt hat, ich habe die ganzen homosexuellen Patienten, die erpresst werden. Ich muss damit zum Generalstaatsanwaltschaft gehen und sagen, ich habe einen homosexuellen Patienten, der wird erpresst. Und der Generalstaatsanwalt hat gesagt, also da in diesem, Sie müssen sich immer im Kontext vorstellen.